Über 100 Fanprodukte, um die 50.000 Downloads. Das Kryptorium Aventuris hat sich im letzten Jahr zu einem Ort entwickelt, an dem man durchaus das ein oder andere interessante DSA-Fanprodukt finden kann. Und genau das ist für mich der Grund, mir mal näher anzuschauen, was sich denn alles so im Skriptorium Aventuris tummelt. Hallo zusammen, es ist jetzt etwa ein Jahr her, dass das Skriptorium Aventuris das Licht der Welt erblickt hat und seitdem gibt es das eine oder andere Produkt, was drinsteht, was für mich ein Grund ist, jetzt mal das Ganze genau anzugucken, aber nicht nur das, auch werdet ihr, wenn ihr das Video seht, gleichzeitig bei Fexarius einen Talk finden, wo ich nämlich mit ihm und mit Staffel zusammen einmal darüber spreche, was das Skriptorium eigentlich ausmacht, auch so ein bisschen eine Perspektive aus der Sicht des Content Creators, sozusagen desjenigen, der Produkte einstellt, gebe. Und auch ein bisschen darüber rede, welche Produkte vielleicht interessant sein können. Das soll heute auch das Hauptthema sein. Aber ich habe es ja schon gesagt, Content Creator, ich selbst habe auch das eine oder andere im Skriptorium eingestellt und eigentlich auch mit den meisten Autoren irgendwie Kontakt, mal hier oder da geholfen. Das heißt, ich bin natürlich nicht so komplett neutral, weswegen ich da jetzt keine Top 10 oder sowas draus mache, sondern einfach ein paar verschiedene Sachen vorstellen möchte. Die Reihenfolge auch eher nach einer logischen Strukturierung, Kategorien, was da auftaucht, als was ich jetzt besser oder schlechter finde. Und natürlich kann ich jetzt auch nicht alle 100 Sachen vorstellen, sondern ich versuche ein bisschen einen Überblick darüber zu geben, was für Arten von Inhalten man eigentlich alles so im Skriptorium finden kann. Wie kommt man erstmal aufs Skriptorium? Naja, das Skriptorium findet sich auch bei den Ulysses E-Books. Also die Seite findet ihr auch unten verlinkt, dann kommt ihr hier auf das hier. Sei ein Teil der Welt von Das schwarze Auge, Skriptorium Aventuris. Schau dir die Titel an, hier unten so ein kleiner, etwas versteckter Link. Und nachdem man auf den geklickt hat, erhält man dann eine Übersicht über alle möglichen Produkte, die es hier gibt. So ein bisschen auch Hottest Title, Hottest Community Title, Newest Community Created Title und dann hier unten die ganzen Sachen. Also beispielsweise hier die DSA-Erzählregeln, die ich selbst geschrieben habe, um die es aber heute nicht gehen soll. Um genau zu sein, wie sieht man hier, haben die ihren Festpreis, aber es soll heute nur um Produkte gehen, die entweder kostenlos für 0 Euro oder für bezahl so viel du willst zur Verfügung stehen, damit man auch dann direkt drauf los runterladen kann. Das erste ist das selbstrechnende Dokument von Thorsten Most oder Thorsten Most. Den kennt man schon, den Heldenbogen, denn das ist der bis vor, ich glaube, einem halben Jahr, dreiviertel Jahr auf der Ulysses-Seite selbst zum Unterladen stand. Thorsten arbeitet auch regelmäßig für Ulysses im Lektorat oder Korrektorat, eins von beiden. Das heißt also, das kennt ihr vermutlich schon, wenn nicht, dann schaut es euch auf jeden Fall an und wenn ihr es kennt, dann guckt mal, ob ihr hier vielleicht für die tolle Arbeit, die Thorsten damit gemacht hat und die er sich immer noch macht, ihm auch das eine oder andere kleine Euro-Line zukommen lassen wollt. Und da, für die, die es gar nicht kennen, kann man einfach in diesem PDF-Dokument Helden mehr oder minder automatisch berechnen lassen. Also man kann einstellen, welchen Erfahrungsgrad sie haben sollen. Dadurch werden die Abenteuerpunkte berechnet und dann kann man die Eigenschaften eintragen. Dann aktualisieren sich die Abenteuerpunktekosten und auch die abgeleiteten Werte alles automatisch. Das ist also relativ komfortabel. Aber wie gesagt, das kennt ihr vermutlich schon, deswegen lasst uns mal direkt weitergehen zur Kartenbox für Spielleiter von Ramona von Brasch. Das ist ein Produkt, das ich auch im Talk bei Fexarius erwähnt habe. Und etwas, was ich persönlich auch sehr gerne einsetze, man sieht hier schon im Hintergrund, das sind handgezeichnete Karten und zwar nicht einfach nur eine, sondern ich glaube 32 Stück, da steht es, 32 Schwarz-Weiß-Karten, also eine ordentliche Anzahl und bevor man hier auf Download klickt, kann man natürlich immer auch mal die große Vorschau angucken, das sind dann sozusagen hier PDF-Seiten und da sieht man so ein bisschen, was da drin steckt, die Erklärung und oben das Beispiel dieser Karte. Und ich persönlich habe mir die sogar ausgedruckt und habe die einfach in einem kleinen Box. Das heißt, wenn ich beim Spielen, beim Improvisieren feststelle, ach, eigentlich wäre es doch ganz schön, einmal einen bestimmten, jetzt für einen bestimmten Ort eine Karte zu haben, kann ich da reingreifen, kann da was Passendes rausziehen. Es gibt davon auch inzwischen sogar eine zweite Kartenbox mit noch mehr Karten und von der gleichen Zeichnerin auch noch ein paar Objekte, die man dann, vor allem wenn man selbst Abenteuer bastelt oder einfach mal den Spielern ein Bild in die Hand geben möchte, auch verwenden kann. Als Spielleiter glaube ich aber, die Kartenbox ist etwas, da kommt man nicht drum rum, wenn man durchs Skriptorium durchgeht.
Als nächstes das unbekannte Bornland von Natalia Melnikova, eine YouTuberin auch, bei der ich vor kurzem im Interview war und mit der ich mich auch so ein bisschen über Skriptorium unterhalten habe, was mich dann auch nochmal motiviert hat, genau das hier anzugucken. Und sie ist Russin, kennt sich deswegen in Russland relativ gut aus und hat sich einmal das Bornland vorgenommen und in dieser Spielhilfe erklärt sie so ein paar Sachen, die man aus Russland kennt. Und diese Sachen aus Russland überträgt sie dann auf das Bornland. Das heißt also, das Bornland wird dadurch so ein bisschen russischer, ein bisschen mystischer, ein bisschen weiter weg von dem, was wir in unserer Kultur sowieso schon alles kennen und dadurch vielleicht auch nochmal ein bisschen fremdartiger, was für eine Fantasy-Welt wie bei DSA mit Aventurien ja eigentlich auch nicht so verkehrt ist. Also auch eine Spielhilfe, die man sich sehr gut einmal anschauen kann. Als nächstes kommt eine neue Kategorie nach den Spielhilfen, nämlich der Roman. Davon gibt es im Moment zwei Stück, zwei größere Romane, nämlich die Partakis-Intrige und das Schelmenstück. Die Partakis-Intrige mit 815 Seiten, glaube ich, das längste Dokument im ganzen Skriptorium und hat auch hier schon mal eine 5-Sterne-Bewertung eingeheimst. Ich persönlich bin tatsächlich nicht so der Romanleser, deswegen kann ich das nicht so gut urteilen. Ich habe es jetzt nicht gelesen, aber falls ihr gerne Romane lest, schaut es euch an. Und es gibt eben nicht nur Romane, es gibt auch jede Menge Kurzgeschichten im Skriptorium. Also auch wenn euch dieser Roman selbst vielleicht nicht so zusagen sollte oder es euch zu lang ist, dann findet ihr sicher die eine oder andere Kurzgeschichte, die euch zusagen wird. Schaut euch das dann im Zweifel auch noch einfach mal genauer im Skriptorium an. Weiter geht's mit Aventurische Legenden. Das ist eine Kategorie, die ist nicht so wirklich groß. Das sind nämlich komplett eigene Regelwerke. Aventurische Legenden von Patrick Metzler ist ein komplettes Regelwerk, was auf 2W6 basiert oder ein paar mehr W6, wenn man bestimmte Fähigkeiten hat und die Regeln gegenüber DSA deutlich vereinfacht. Das heißt also, statt dass ich irgendwie 3W20 für eine Talentprobe werfe, jeden mit einer Eigenschaft vergleiche, dann noch Talentpunkte vergleiche, dann aufpassen muss, weil ich vielleicht auf eine der Untereigenschaften Erleichterung bekommen habe und dann noch irgendwie Qualitätsstufen ausrechnen und so weiter und so fort, hat man einfach die 2W6 plus einen Eigenschaftswert plus einen Talentwert und addiert das Ganze und vergleicht das mit einem Schwierigkeitsgrad und wenn man dann mehr hat, hat man da auch sozusagen wieder Qualitätsstufen, aber es ist dadurch alles etwas leichter zu berechnen und ich habe danach noch nicht gespielt, aber es klingt auf jeden Fall ganz interessant und es ist eines von wenigen vollständigen Regelwerken, die im Skriptorium stehen und das Besondere hieran ist halt, das gibt es auch für Pay What You Want, das heißt, man kann sich einfach erstmal runterladen und dann schauen, ob es einem überhaupt gefällt. Wenn man jetzt aber die DSA 5 Regeln selbst, so wie sie sind, weiterverwenden möchte, gibt es beispielsweise das Glossar für DSA 5 und auch noch ein paar andere Glossare und Einleger für den für Spielleiterschirme. Und das sind einfach Übersichten. Ich gehe hier mal kurz drauf. Könnt ihr jetzt natürlich alles nicht lesen, aber ihr könnt euch vorstellen, das sind jetzt irgendwie Detailregeln. Ich kann selbst gerade von hier aus nicht genau erkennen, was ist. Aber hier zum Beispiel Belastungsstufen würde ich mal schätzen. Verschiedene Waffen und was hier an, oder welche Reichweiten man im Fernkampf beachten muss. Einfach eine Übersicht über ganz viele kleine Regelelemente und davon gibt es im Skriptorium mehrere. Beispielsweise auch einen Überblick über die Zaubertradition von Deria Eulenhexe, die sich die Mühe gemacht hat, mal alle Zauber auseinanderzunehmen, zu sortieren, damit man mal sieht, was gibt es eigentlich für Zauber in verschiedenen Traditionen, mit welchen Merkmalen und wie kann ich mich da vielleicht, wenn ich irgendein bestimmtes Merkmal haben möchte, was kann ich dann alles kaufen. Und da gibt es noch ein paar andere solcher Überblicke. Weiter geht's mit Animalia e Magicae von Christian Götz. Das ist eine von vielen Regelergänzungen, die es auch im Skriptorium gibt. In dem Fall Fokusregeln für Verwandlung. Und zwar sowohl magische als auch karmale Verwandlung, Verwandlung von Kleidung, verbesserte Werte der Tiergestalt, Tiersprachen und so weiter und so fort. Also die Möglichkeit, die ganzen Verwandlungsregeln nochmal etwas weiter auszubauen. Und das ist etwas, das finde ich im Skriptorium auch sehr angenehm, wenn man irgendwie einen Regelteil hat, der von der Redaktion offiziell vielleicht noch nicht so ausgearbeitet wurde oder wenn man den Regelteil, wie er von der Redaktion ausgearbeitet wurde, vielleicht nicht so mag, dann findet man hier Ergänzungsmöglichkeiten oder auch Ersatzmöglichkeiten, die man sich angucken kann, um eben die Teile nochmal etwas genauer auszuprobieren und ein bisschen andere Regeln anwenden zu können. Weiter geht's mit die verborgenen Kampfkünste Aventuriens von Jochen Schölermann, ein Projekt, bei dem ich auch so ein bisschen mitgeholfen habe, so als Vorwarnung bin ich also nicht ganz unvoreingenommen, wie bei den meisten Skriptorium-Produkten auch. Da bin ich auch nicht so unvoreingenommen, weil ich es einfach toll finde, dass man beim Skriptorium was machen kann. Und das hier sind hauptsächlich zusätzliche Kampfsonderfertigkeiten. Und zwar 50 Stück. Ich glaube, es sind sogar ausschließlich neue Kampfsonderfertigkeiten und damit Möglichkeiten, was man noch alles machen kann, wie man beispielsweise, ich weiß gar nicht, was es alles gab, es gab einen Sprungangriff mit dem Dolch von oben, wo man sich dann Assassin's Creed-mäßig von einem Dachbalken auf den Gegner hinabstürzen lassen kann und so weiter und so fort. Und da gibt es jede Menge, die man in DSA 5 einfügen kann und die jetzt auch schon durch mehrere Iterationen gegangen sind. Das heißt, möglicherweise auch schon ganz gut ausbalanciert sind. Ich habe damit auch noch nicht gespielt, kann es also auch nicht genau beurteilen, aber vielleicht auch etwas, was man sich mal angucken könnte.
Weiter geht's dann mit dem Spellbook, die Spellbook Web-Applikation. Das Besondere daran ist, das ist eine Website. Die mache ich auch mal kurz auf, sehen wir gleich. Kann man sozusagen hier ein bisschen was für bezahlen und kann dann diese Website nutzen. Und diese Website ist einfach ein Überblick über alle Zaubersprüche. Und das Besondere ist, die Zaubersprüche kann man hier sich sortieren lassen. Kann dann beispielsweise sagen, ich hätte mal nur gern Antimagie-Sprüche. Und zwar nur Antimagie-Zaubertricks. Stell fest, oh, das gibt's nicht. Oh Wunder. Oder sagen wir mal Antimagie-Elfenlieder. Ah ja, da sehen wir schon, da gibt's schon zwei Stück. Oder ich kann jetzt mal sagen, ich möchte Antimagie. Und zwar bei den Druiden. Was können die Druiden denn so an Antimagie beherrschen? Und damit kriegt man natürlich relativ leicht einen Überblick darüber, welche Zauber es gibt. Und dadurch, dass es hier auch aus dem Ulysses-Regelwiki gespeist wird, aktualisiert sich das einigermaßen von selbst. Und man kann da relativ sicher sein, dass es auf dem neuesten Stand ist. Als nächstes haben wir Aventuria, eine Nacht in Havena. Denn auch Aventuria, das Kartenspiel, ist im Skriptorium vertreten. Und es gibt nicht nur das hier. Das hier hat relativ viele, also hat 5 Sterne, hat eine gute Bewertung bekommen. Und es gibt noch ein paar andere, die haben, glaube ich, keine Bewertung bekommen oder nicht ganz so gute, das weiß ich jetzt nicht mehr so genau, denn ich selbst spiele ja kein Aventuria. Aber falls ihr Aventuria spielt und eigene Abenteuer, euch die Abenteuer einfach ausgehen, könnt ihr hier eigene Abenteuer von Fans runterladen und ausprobieren, euch ausdrucken und habt damit dann noch zusätzlichen Spielspaß. Das war's auch schon. Ich gehe nochmal ganz schnell hier durch die ganzen Sachen durch, bis wir dann wieder angekommen sind am Anfang im Skriptorium Aventuris. Und das sind alle möglichen Produkte, das waren jetzt 10 Stück, die ich mehr oder minder auch zufällig rausgegriffen habe, einfach um die verschiedenen Bereiche abzudecken. Es gibt, wie gesagt, über 100, das heißt, es gibt noch viel mehr, auch sehr, sehr viele sehr gute. Ich möchte jetzt auch nicht irgendwie den Eindruck erwecken, dass das irgendwie die besten waren, sondern das waren einfach die, die auch so ein bisschen vielleicht für eine Kategorie standen, damit ihr da einen Überblick gewinnt, was man alles so finden kann. Es gibt auch noch Abenteuer für DSA, da habe ich jetzt keins erwähnt, hätte man noch unterbringen können. Und es gibt auch noch andere kleinere Sachen, beispielsweise Regeln für ein Klappmesser, gibt es auch als eines der ersten Skriptoriumsprodukte. Und es lohnt sich auf jeden Fall, da einmal durchzuschauen, so ein bisschen zu gucken, was einen interessieren könnte und dann hoffentlich das eine oder andere zu finden. Denn das Skriptorium wächst natürlich immer weiter und je mehr Leute sich da umschauen und auch interessante Sachen finden, umso motivierender ist es auch für die Leute, die da was basteln. Das soll es aber jetzt gewesen sein mit dem Überblick. Denkt auch daran, falls ihr es nicht getan habt, schaut mal bei Fixarius vorbei, denn mit ihm und Stoffel zusammen habe ich, wie gesagt, auch schon mal über das Thema Skriptorium ein bisschen länger diskutiert. Und da findet ihr eben den Talk. Links findet ihr natürlich immer unten in der Videobeschreibung. Und falls ihr selbst durch Skriptorium durchguckt, würde mich natürlich interessieren, was erwartet ihr denn da? Was würdet ihr gerne mal als Skriptoriumsprodukt sehen? Schreibt das doch gerne in die Kommentare. Und natürlich gilt auch wie immer, lasst gerne einen Daumen nach oben da, falls es euch gefallen hat und abonniert für mehr Rollenspielkram. Bis bald, euer Nicknack.